Der Sportschütze Maximilian, genannt Maxi Dallinger aus Lengendorf, war gerade erst beim Weltcup in Kairo und erlebte dort ein wahrlich stürmisches Ergebnis und Erlebnis. Und das Ganze aber auch überschattet von den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine. Der Mann war schon vor einiger Zeit hier bei uns mal in der Sendung zu Gast, als damals noch junger Nachwuchsschütze. Und dann ging die Karriere pfeilgerade nach oben. Vor fast genau 4 Jahren war Maxi Dallinger schon einmal in der Sportarena zu Gast. Damals im zarten Alter von 21 Jahren als eines der größten deutschen Schießsporttalente. Ob der Besuch bei München TV dafür ausschlaggebend war oder nicht, in Maxi Dallingers Karriere hat sich seitdem einiges getan. 2 deutsche Meisterschaften, 2-mal Europameister bei den Junioren, dazu eine Vize-Europameisterschaft und eine Weltmeisterschaftsteilnahme mit dem Team. Der 25-jährige Sportschütze hat sich in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt. In den Disziplinen 10 Meter Luftgewehr und 50 Meter Kleinkaliber Dreistellungskampf gehört der Polizeioberwachtmeister längst zu den Bayern und bundesweit Besten. Beim jüngsten Weltcup in Kairo schoss sich Maxi Dallinger zur Silbermedaille. Durch die zahlreichen Erfolge und Errungenschaften ist Maxi Dallinger in seiner Heimat in Lengdorf nahe Erding mittlerweile zu einer echten Persönlichkeit geworden. Und wer weiß, welche Karriere-Highlights seinem zweiten Besuch in der Sportarena noch folgen. Und jetzt geht ein Gruß rüber nach Lengdorf zu Maximilian, genannt Maxi Dallinger. Servus und hallo. Servus, grüß euch. Du bist wieder zurück, schon ein paar Tage in Deutschland nach, ich möchte mal sagen, dem Abenteuer in Kairo. Lass mal hören, wie schießt sich denn so mit Sand zwischen den Zähnen und in den Augen und in den Ohren und überhaupt? War auf jeden Fall eine neue Erfahrung. Also solche Bedingungen haben wir in Deutschland recht selten, würde ich jetzt mal behaupten. War morgens, der Blick aus dem Fenster war dann schon ein bisschen fast beängstigend, weil man kennt es ja doch nicht. Aber macht unglaublich viel Spaß, konnte ich im Nachhinein sagen. Und gerne wieder. Also wir hatten Erfolg, von dem her war es wahrscheinlich nicht so schlecht für uns. Also können wir gerne wieder so haben. Aber wie wirkt sich's aus? Also weht es wirklich richtig in die Bahn rein bei euch, so ins Gesicht, dass man zwischendurch reiben muss und rumblinzelt? Ja, schon. Kommt natürlich immer auf die Windrichtung an, wie der Stand so beschaffen ist mit baulichen Abtrennungen. Aber das war schon so, dass der Wind vorwiegend von der linken Seite kam, also relativ gleichmäßig und stark. Und so fein wie der Staub ist, der fliegt überall drauf. Und gerade wenn man dann durch die Visierung durchgeschaut hat, hat man auf dem Lauf auch den Sand gesehen. Und wenn man dann eben die Backe aufs Gewehr legt zum Ziel, weil dann knirscht es halt zwischen die Zähne und das war schon ganz, ganz witzig. Also man merkt es schon und klar beißt es dann in die Augen, macht das Zielen natürlich umso schwieriger. Ich habe mir das so vorgestellt wie in dem Film The Scorpion King. Immer noch ein super B-Movie, habe ich vor ein paar Tagen irgendwo gesehen, ganz spät. Oder in Mission Impossible, da gibt es auch so eine Szene, wo der Sandsturm so durchtobt. So extrem war es oder eher die abgemilderte Version? Wahrscheinlich schon ein paar Stufen milder, ja. Das, so extrem war es dann doch nicht. Es war schon erschießbar. Also Ziele hat man schon noch gesehen. Es war ein bisschen mit so einem grau-braunen Schleier drüber, aber es war okay. Wie gesagt, für uns halt komplett neue Situation. Und wenn es halt dann um so Präzisionssportarten geht, dann ist halt jede Feinheit, die da dazwischen kommt, macht das Ganze halt schwieriger. Wie zufrieden? Wie gut schätzt du denn jetzt diesen zweiten Platz mit der Jolene Bär im Mixwettbewerb dann ein, den du gemacht hast? Also Silber beim Weltcup, ich meine, hallo, aller Ehren wert, würde ich sagen. Ja, absolut. Also Konkurrenz war gut, da braucht man nicht reden. Das ist eigentlich wie bei sämtlichen anderen Weltcups immer der Fall gewesen. Ich persönlich stehe immer auf so Wetterbedingungen, die recht schwierig sind, weil da viele Sportler damit halt nicht umgehen können. Und dann rechne ich mir da schon immer ein paar Chancen aus, dass halt da ein Drittel der anderen Sportler halt schon mal wegfällt, weil die einfach nicht wissen, wie man mit Wind und sowas umgeht. Von dem her finde ich das persönlich immer super, wenn es ein bisschen weht, weil das einfach noch ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl und ein bisschen mehr Mumm braucht, weil man sich halt trauen muss, da in den Wind reinzuschießen. Dementsprechend würde ich den Erfolg auf gar keinen Fall schmälern, sondern eher noch ein Stück nach oben heben, weil das natürlich zeigt, dass wir auch zum aktuellen Zeitpunkt, also so früh im Jahr,
bei den schwierigen Bedingungen nicht schon mitstinken können und eben, wie gesagt, da eine Medaille mitnehmen. Und das stimmt sehr positiv, würde ich sagen. Das Wort ungewöhnliche Bedingungen, gerade bei diesem Weltcup jetzt in Kairo, das können wir auf die sportliche Situation natürlich anwenden mit Sand und Sturm und Wind. Das können wir aber auch auf die Begleitumstände dann ganz klar beziehen, die ja durch den Krieg in der Ukraine herrschen. Ihr habt das alles mitbekommen, die Sportler aus der Ukraine oder aus Russland zum Teil konnten nicht mitschießen oder sind gleich wieder abgereist. War bei euch erstmal so richtig beklommene Atmosphäre? Ja, also wir mussten dazu sagen, unsere Anreise hat sich sehr schwierig gestaltet. Von dem her haben wir vor Ort eigentlich selber recht viel Stress gehabt und nicht so viel Zeit, dass wir uns da groß mit anderen Sportlern am Anfang austauschen. Von dem her haben wir da nicht so wahnsinnig viel mitgekriegt. Wir haben nur aus unseren Quellen oder eben von bekannten Sportlern gewusst, dass die Ukrainer gar nicht angereist sind, weil da eben die Sportler auch beim Staat oder beim Militär angestellt sind, genauso wie es bei uns teilweise bei Sportlern bei der Bundeswehr oder beim Zoll etc. angestellt sind oder wie ich bei der Bayerischen Polizei. Die waren gar nicht vor Ort, also ist ja absolut verständlich. Die russischen Sportler sind angereist gewesen, aber soweit wir wissen, auch nicht freiwillig, also die Sportler selber wollten nicht zum Wettkampf erscheinen und sind von Seite vom Verband quasi gezwungen worden, wenn man das so formulieren kann oder darf. Das ist immer ein bisschen schwierig jetzt momentan. Genau, dann war eben schon ein, zwei Tage, nachdem die Wettkämpfe eröffnet worden sind, die Entscheidung gefallen, dass die Sportler und Funktionäre von den Wettkämpfen ausgeschlossen werden. Also die sind am nächsten Tag dann auch sofort abgereist und waren dann nicht mehr vor Ort. Aber klar, die ganze Situation allgemein einfach schwierig und normalerweise spricht man mit den Sportlern, aber man kennt sich ja so persönlich auch. Zwar nicht alle, aber so einzelne Sportler. Und das ist natürlich schon schwierig, wenn man nicht weiß, wie soll man jetzt mit der Situation umgehen. Einer, den du kennst, ist der Sergej Kamenskij aus Russland, der ja auch schon lange mit dabei ist. Hat es einen Kontakt gegeben oder habt ihr beide, also du auch von dir gesagt, pass auf, wir halten es möglichst auf Abstand, weil so kriegt er auch keine Probleme. Mit Sergej Kamenskij bin ich eigentlich nur einmal über den Weg gelaufen. Wir haben uns so gar nicht gesehen, die ersten zwei Tage. Und muss ich ja ehrlich sagen, der Sergej hat auch den eigenen Eindruck gemacht, als würde er so ein bisschen verloren über den Stand laufen. Also ich habe mich da zurückgenommen und ihn jetzt auch nicht angesprochen, also nicht von mir aus. Man weiß ja da auch nicht, wie oft muss er schon darüber sprechen, will er darüber sprechen, kann er darüber sprechen. Und insofern habe ich die Sportler da alle allein gelassen. Und da bist du wieder erschienen, wie aus dem Entschuldigung. Nichts. Das macht nichts. Bleiben wir mal beim Sportlichen, beziehungsweise auch auf den Auswirkungen, die ja auch auf die ganze Saison dann wahrscheinlich dann passieren werden. Weltcup der nächste, glaube ich, ist in Rio, aber dann war die Europameisterschaft in Russland geplant. Das wird natürlich ausfallen, also das wird es wohl nicht geben. Merkt ihr, dass jetzt da viel durcheinander purzelt in diesem Jahr? Nein, also der ganz normale Jahresplan, der steht ja und es gibt da jetzt geringfügige Änderungen. Es war eben bisher nur die EM in Moskau geplant, die schon frühzeitig abgesagt worden ist, also gleich zu Beginn des Kriegs. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viele Änderungen, was unseren Jahresplan betrifft. Wir haben noch die Weltmeisterschaft im Oktober in Kairo und es gibt noch einen Weltcup in Baku, aber an dem nehmen wir, also unser Gewerbereich zumindest, nicht teil. Zumindest war das der aktuelle Stand der Dinge. Jetzt wissen wir aber auch nicht genau, weil eventuell im Gespräch ist, dass die EM nach Baku verlegt wird. Dann macht es vielleicht wieder Sinn, davor einen Weltcup zu schießen dort. Aber das, wie gesagt, da konnte ich nichts Genaues dazu sagen, weil die Planung haben wir aktuell auch noch nicht. Jetzt können wir ja mal so ein bisschen in der Kiste kramen. Ich glaube, vor knapp 3 Jahren, da warst du hier bei uns im Studio zu Gast. Und ich hoffe, dass das auch bald wieder so möglich ist, dass wir wieder eine richtige Studiorunde machen können. Und ich weiß nicht, ob es an München TV gelegen hat, aber seitdem hat man gemerkt, geht es natürlich weiter aufwärts bei dir. Wie würdest du denn so deine eigene Karriere in den vergangenen 2, 3 Jahren so beschreiben? Bist du zufrieden mit den Stationen? Da waren ja Medaillen bei der Europameisterschaft. Bei der WM warst du Fünfter, also du schnupperst auch schon ganz vorne ran ans Treppchen.
Hat sich alles gut entwickelt? Zufriedenstellend? Ja, also gibt natürlich bei jedem Sportler die klassischen Ups und Downs, die macht ja jeder so ein bisschen mit. Ich persönlich hätte mir natürlich schon gewünscht, dass ich da in Tokio schon mit dabei gewesen wäre, was im Endeffekt dann ja nicht geklappt hat, aber nichtsdestotrotz, das ist halt eins dieser Täler, die man vielleicht durchquert. Aktuell gefällt es mir eigentlich recht gut, was im Training so passiert und in welche Richtung das es geht. Sind immer ein bisschen dran, wieder neue Sachen auszuprobieren. Also klar, man schaut sich ja international ein bisschen was ab von Trainings- und Wettkampfkollegen und sucht sich so ein bisschen das Beste raus. Aber so bin ich eigentlich recht zufrieden, wie es gerade läuft und also was die Kurve aktuell ein bisschen zeigt. Und von dem her, die nächsten Wettkämpfe werden auch wieder Tests sein. Also es läuft ja alles irgendwie auf die WM im Oktober raus. Und alles, was davor passiert, zählt quasi schon als Test, um zu sehen, wie funktioniert es und was kann man noch ändern. Und dann bei der WM zählt und gibt wieder die ersten Quotenplätze für die nächsten Spiele zu gewinnen. Gut, die nächsten Spiele, das ist Paris, das ist noch ein bisschen hin. Aber die WM dann nachher in Kairo, jetzt hast du ja die Situation einmal schon erlebt. Macht ihr dann vielleicht bei euch beim Club, beim SC Isenthal-Lengdorf, so eine Art situationsähnliches Training, also sprich, da wird eine Windmaschine aufgestellt und einer schmeißt immer so eine Handvoll staubigen Sand rein, dass euch das so gleich mal so ein bisschen so die vertraute Atmosphäre schafft? Ich bezweifle es sehr stark. Also das ist so genau will man das wahrscheinlich nicht simulieren. Wir trainieren in Garching-Hochbrück, also auf der Olympiaschießanlage. Da ist ganz normaler Trainingsstand und da schießen wir auch im Freien. Ich denke mal, da werden wir im Sommer öfters die Gelegenheit haben, bei wärmeren Temperaturen zu trainieren. Sand wird wahrscheinlich auszuschließen sein, was wir in München irgendwo in der Luft haben. Von dem her, auf das müssen wir verzichten, aber ich glaube, die Trainingsbedingungen sind optimal. Das war jetzt noch das Stichwort zum Ende quasi des Gespräches. Training in Garching-Hochbrück nach wie vor eine große Anlage, eine sehr gute Anlage, aber keine Weltcup-Anlage mehr. Warum wird der Weltcup in München gestrichen, wo alles da ist, Infrastruktur, jahrelang bewährt und jetzt raus aus dem Plan? Soweit ich das weiß, war das Entscheidung vom Internationalen Sportschützenverband, also von der ISSF, die gesagt hat, dass die Ausrichter der Weltcups die Finanzierung selbst tragen müssen. Und das war schlichtweg einfach für den Deutschen Schützenbund von DSB nicht tragbar. Und insofern ist der Weltcup München aus dem Konzept gestrichen worden. Ja. Leider sehr, sehr schade, aber können wir von Sportlerseite nicht auch wenig dagegen machen. Aber wenn du jetzt sagst, das ist gestrichen, weil eben die Kosten zu hoch gewesen wären, fürchtest du, dass da auch so ein bisschen natürlich die Öffentlichkeitsarbeit drunter leidet? Weil das war immer eine Möglichkeit, euch und natürlich die internationalen Schützen dann auch alle zu präsentieren in Deutschland und zu zeigen, was macht ihr? Ja, also ich persönlich kenn's ja auch von meiner Schüler- oder Jugendjahren, wo man so als kleiner Pimpf praktisch so nach München kommt und sich da mal einen Weltcup anschaut. Das ist natürlich schon immer ein bisschen ein Anreiz gewesen, wenn man da die großen Jungs und Damen beim Wettkampf zuschauen kann. Macht das Ganze vielleicht ein bisschen schwieriger oder bringt vielleicht den Profisport einfach noch mal ein Stück weiter weg vom Nachwuchs. Klar ist das schade. Wie gesagt, der Sportler selber kann da jetzt an der Weltcup-Situation wenig ändern. Dann, Maxi, wünsche dir viel Erfolg. Und jetzt müssen wir ja rechnen. Wie gesagt, du warst bei uns vor 2-3 Jahren. Dann ging es weiter aufwärts. Jetzt warst du wieder hier. Da können wir ja einiges erwarten für die Zukunft. Ich meine, also wir haben unseren Anteil geleistet. Jetzt heißt es noch für dich, das Ziel ins Auge fassen und gut Schuss, glaube ich, sagt man bei euch, oder? Ja, genau der richtige Ausdruck. Das passt. Genau. Jetzt bis Mittag noch warten und dann geht es bei mir auch wieder ins Training. Dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Das hoffe ich sehr. Danke dir, dass du Zeit genommen hast. Ich danke euch. Ciao, schönen Tag.